Ja, Freunde, willkommen zurück zu Advance Wars, dem neuen Part, Part 9, soweit ich weiß, dem neuen Part, Part 9. Oh mein Gott, das war wieder ein Wortspiel beinahe. Hey, more good news, we've finally got bombers and fighters ready to go. Three units each. You've only got them for this mission, but it seems all of troops have appeared on the far shore. Your job is to get over there and take them out in one fell swoop. Let's get moving! Mission 10, da wir im ersten Part zwei Missionen gemacht haben, wie ich mittlerweile weiß. Ja, epic fail meinerseits und what the hell, Alter. Apparently, we are just in time. We were able to prepare our troops before all of troops came ashore. So all we need to do now is attack. It's always smart to check your data. You know, with units, well, with you, which units can attack which units, right? If you forgot, just check the units data. You know to move the cursor to check the units and press the R button to check its data, right? Okay, good luck. Ja, das sollte jetzt mal wissen, was der R-Knopf ist. Das ist der hier. Nein, das ist es der hier. Okay, also warte mal. Das ist eine Verteidigungsrakete. Ich setze hier mal ein Safe State, einfach um mal zu gucken. Feuer freigegeben auf. Was ist gefährlicher? Das hier sieht gefährlicher aus, das ist ein Schiff. Deswegen einfach Feuer. Weil ich denke, damit kann er seine Truppen transportieren, deswegen finde ich das nicht ganz so nett. Der hier kann. Ah, wo kann ich denn sehen, was für eine Attack Range der hat? Der sollte auch angreifen können, und zwar greifen wir damit, lassen Transportflugzeuge greifen, wir halt hier so einen Fighter in der Luft an, der Hoffnung, dass wir ihn direkt vom Himmel blasen können. Sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wunderbar. Den laden wir mal, und hier, das ist ein Bomber. Wir gehen jetzt mal in den Luftangriff Nahkampf. Und greifen hier den an. Das hat schon ein bisschen Schaden gemacht, das ist gut. Transportflugzeug soll es fürs erste Mal noch nichts Problem sein. Ich versuche jetzt noch hier. Ups, das sollte dahin. Hey, kann er. Stopp! Ach, zurück, verdammte Kacke. Kann der hier zerbomben? Das ist gut, weil ich muss den Tank hier wegjagen. Bomben und tschüss. Ich mag Bomber, die sind gut. Coole Gesellen. Und noch eine, um das Schiff vollständig zu zerstören. Da ich nicht genau weiß, was es kann, einfach mal draufhauen, dann kann es auf jeden Fall nichts mehr. Greifen wir die Flugzeugtruppe hier noch an, dann ist die auch besiegt und wir haben das Ganze erledigt in diese Richtung. Hier, ihr rückt einfach mal noch ein bisschen vor. Oh, der kann hier so weit und hier mal ein bisschen aufmischen, oder wie? Hoppala, kann ihn nicht angreifen. Warum kann er nicht angreifen? Das ist ein Transportflieger. Was kann der denn? Der hier sollte aber angreifen können. Wenn er auch nichts wirklich angreifen kann im Moment aufgrund von, ja, mangelnden. Ja, ihr wisst, ich laber, aber ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Was ist das? I found my landing forces on. There's no way around it. We'll have to make do with what we've got. Autsch, jetzt hat er hier seine Infanterie in Kraft gesetzt und er greift mit seinem Bomber hier meine Stellung an und zerstört diese vollständig. Nein, noch nicht ganz. Okay, das ist auch nicht so schlimm. Ich habe nur ein Problem hier ein bisschen mit diesen Bombern, weil ich immer noch nicht weiß, wie ich diese weghauen kann.
Okay, da kann ich nicht feuern, das ist schade. Ich setze hier einfach mal wieder ein Safe, weil ich jetzt wissen möchte, wie kann ich diese Bomber zerstören. Bomber sind. Kann ich den denn zerstören? So nicht. Feuer auf den Bomber. Geil. Stirb! Ja, Alter, ey. Ich muss ja diese Anti-Air-Units die einzigen Möglichkeiten, die zu besiegen, oder wie? Oh mein Gott. Ich muss diese Anti-Air-Unit um jeden Preis beschützen, oder wie? Wait, please, here. Was kann der denn überhaupt? Ich weiß gerade gar nicht. Ah, der kann die Bombe auch angreifen, dieser Jet hier. Das ist ja geil. Nice one. Das ist mein anderer, aber leider hier oben. Der kommt da aber runter, oder? Er hat runterkommen gesagt, das wäre jetzt nicht so schlimm wie ich. Hole ihn jetzt runter, denn jetzt hole ich ihn runter vom Himmel. Ja, bitte alle dreimal lachen. Schreibt alle, ich lache in die Kommentare. Der hier kann nur Bodeneinheiten angreifen. Oder? Ja, mach halt diesen schweren Tank hier kaputt. Und tschüss. Diese Bomberviecher sind so unfair. Manchmal. Ich muss mal diese Anti-Lufteinheit hier mal wegfegen, weil die sonst hier großen Schaden anrichten noch zuletzt. Oh, die hätten so ein beschränktes Wo kann die denn hier so beschränkt angreifen? Das ist alles ein bisschen komisch manchmal. Mach die Bodentruppe hier noch kaputt, wenn wir daran Spaß haben. Das ist zwar ultra fies, jetzt auf so ein paar einzelne Menschen auf dem Boden ein paar Bomben runterzuwerfen, sodass die überhaupt keine Chance mehr haben im Prinzip. Der greift hier mal die Lufteinheit an, die kann ja da nichts machen, so wie es aussieht, gegen meine Jets. Und auf einen runter reduziert. Schön, gefällt mir gut. Der kann wirklich nicht feuern. Gut, dann ziehe ich den mal zurück. Okay, das sieht gar nicht schlecht aus bis jetzt. Was macht er? Er geht hier auf den Angriff und greift mein Schiff an. Ja, mein Gott. Nicht so wild jetzt eigentlich. Das könnte schon eher problematisch werden, aber... Ganz ehrlich, habe ich immer noch meine Luftjets, die eine riesige Reichweite haben, dazu alles zerstören, was er hat. Hä, bitte was? Der nicht, oder wie? Feuer freigegeben auf den hier. Damit der hier weg vom Himmel ist. Dann haben wir da Ruhe, was das angeht. Hier unser Bomber kümmert sich um den Kollegen. Entschuldigt bitte, dass ich auch immer noch ab und zu mal gucken muss, wie ich jetzt am besten reagieren muss, weil ich weiß, das halt einfach nicht immer. Deswegen, ja. Sorry for that. I can't change it right now. Ich gelobe Besserung sozusagen. Nein, Besserung, das wird wahrscheinlich in dem LP nicht mehr besser werden, weil dafür nehme ich das einfach zu selten auf im Moment. Ich kann das vielleicht wahrscheinlich, jetzt habe ich bald Ferien, dann kann ich es wieder ein wenig häufiger aufnehmen, aber ja. Für den Moment muss das hier erstmal genügen. Und die nächste Einheit weggehauen. Yay! So, und jetzt entledigen wir jetzt diese Einheit, ich würde sagen so. Gut, sehr schön.
What? You cleared this map in 3 days? Incredible, I'm very impressed that you've developed your skills so much. Keep up the good work. How could my lightning force be defeated? Now I'm in trouble. Just wait until next time. Victory, well done, Scarra. Und das gibt einen A-Rang, Friends. Yeah. Ich hoffe, euch hat dieser wunderbare Part von... Naja, wunderbar, es liegt in eurem Ermessen. Dieser Part von Advance Wars hat euch gefallen, hoffe ich. Wir sehen uns dann bald wieder. Ciao's.